Das Gebet. Das Gebet ist das A und O im Islam. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte wirklich, dass alle heute, die hier sind, dass keiner hier rausgeht, ohne anzufangen, 5-mal am Tag zu beten. Denn nicht zu beten ist eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, ob derjenige, der nicht betet, irgendwann überhaupt mal aus der Hölle rauskommt. Manche sagen, der kommt mal irgendwann aus der Hölle raus, manche sagen, kommt nie aus der Hölle raus. Willst du das Risiko eingehen? Das heißt, 5-mal am Tag beten ist ganz wichtig. Wenn du jetzt anfängst zu beten, du wirst am Anfang, weil man muss sich daran gewöhnen, du wirst am Anfang mal ein Gebet verpassen, hin und her, dann betest nach. Weil so ist der Anfang. Am Anfang ist man schwach. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja, fängst an zu trainieren, am Anfang schaffst du auch keine 20 Kilo Bankdruck oder so. Ja, da 20 vielleicht schon, aber ja. Und am Anfang bist du halt schwach. Hast du voll den Muskelkater. Voll. Wie sagen die Marokkaner so voll so, ne? Voll. Und das ist ein schlimmes Zeichen. Nö, ist nicht schlimm, oder? Ist kein schlechtes Zeichen oder so, ne? Nee, ist nichts Schlimmes, ne? Aber manchmal vertut man sich, man macht manchmal irgendwelche Sachen und die sind auf einmal voll Hashuma, weißt du, so, weil man total daneben. Und nur weil das eine andere Gegend ist. Und so, warte, Bruder, mach gleich. Oder hat das was damit zu tun jetzt? Ja, ich erkläre erstmal, dann kannst du immer noch was sagen. Und hier ist die Sache, man muss anfangen. Man muss sich selber kontrollieren. Du schaffst es vielleicht heute nicht, aber morgen oder übermorgen hast du diese Routine und hältst es durch. Deswegen gib nicht auf. Wenn du nicht beten kannst, wir bringen dir heute das Gebet bei. Ohne Quatsch, wir lassen uns nachher Zeit, also wenn die uns noch Zeit geben nach den Fragen, und ich bringe dir das Gebet bei. Glaub es mir. Inshallah. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ansonsten, falls wir hier, falls die Zeit abläuft in der Moschee, machen wir es draußen auf der Straße. Da kommen die vorbei und sagen, was geht denn hier ab? Wie sind die denn drauf? Dann sage ich denen, kennen sie mich doch nicht. Auf jeden Fall, es ist eine große Sünde. Und es gibt keine Ausrede dafür. Manche sagen, ja, guck mal, ich kann doch nicht beten und gleichzeitig schlechte Sachen machen. Besser, du machst eine schlechte Sache, als dass du zwei machst. Nicht zu beten ist schlimmer, als ins Bordell zu gehen. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, sagst du jetzt, ja, okay, ich kiffe, dann kann ich ja auch jetzt noch Kokain nehmen, oder wie? Das ist totaler Quatsch. Das werden ja nur immer mehr Sünden. Ja, und manche sagen, ja, wegen der Arbeit. Mashallah, arbeitest du 24 Stunden am Tag, oder wie? Habe ich noch nie gesehen. Das ist immer ein fleißiges Kerlchen, wa? Ja? Das heißt, es gibt keine Ausrede. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand hier ist, der heute hier rausgeht, ohne sich vorzunehmen, die 5 Gebete am Tag durchzuhalten. Falls einer es nicht vorhat, der soll mir bitte Bescheid sagen, damit ich ihn oder sie sogar überreden kann. Ich möchte nicht, dass einer bei meinen Vorträgen rausgeht als Nicht-Muslim. Weil es ist tatsächlich eine, ich habe das jetzt extra so gravierend gesagt, es ist wirklich eine Sache, wo eine Meinungsverschiedenheit unter Gelehrten besteht. Weil der Prophet a.s. sagt, die Verabredung zwischen uns und ihnen ist das Gebet und wer es verlässt, hat Kufr gemacht. Und Kufr, wenn das genannt wird in der Sunna im Koran, ist es manchmal großer Kufr, manchmal kleiner Kufr. Deswegen Imam Shafi'i, Ahmed und Imam Abu Hanifa und Imam Malik verstehen das als kleinen Kufr, diese Hadithe. Aber Ahmed Hanbal sagt, das ist großer Kufr mit gemeint. Großer Kufr, der aus der Religion rausbringt. Kleiner Kufr ist eine große Sünde. Ist eine große Sünde, deswegen wird sie Kufr genannt. Heißt nicht, dass es eine kleine Sünde ist. Kleiner Schirk und kleiner Kufr. Es gibt zwei Arten von Kufr und Schirk. Kleiner Kufr und kleiner Schirk. Kleiner Kufr, großer Kufr. Großer Kufr, wer das macht, ja, absichtlich, ohne in viel, also absichtlich, wissentlich, ohne gezwungen zu sein, freiwillig, fliegt aus der Religion raus. Ja? Und das ist ganz klar. Und wie gesagt, das ist eine große Meinungsverschiedenheit mit dem Gebet. Und nicht nur Imam Ahmed ibn Hanbal hat gesagt, der ist Käfer, auch Ishaq ibn Rawahi oder Rahuya, wird, je nachdem, wie man das liest, hat es auch gesagt. Und andere Gelehrte von damals. Ich glaube, Al-Awza'i auch.
Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber große Gelehrte, deswegen, es gibt da keine Wahl. Man muss sich da durchbeißen. Wenn ich dir sagen würde, wenn du morgen nicht zum Arbeitsamt gehst, um 6 Uhr aufstehst, dann kriegst du dieses oder jenes, dann wirst du auch morgens aufstehen. Jetzt sage ich zu dir, wenn du morgen nicht aufstehst zum Gebet, ja, dann hast du ein Problem am jüngsten Tag. Wallahu alam, es sei denn, du machst Tauba davon nachher. Aber so muss man es einfach klar und deutlich sagen. Ja, deswegen bitte, was die Frauen angeht, so sage ich jeder Frau, die hier ist, Schwester, du musst Stärke haben. Lass dich nicht von deiner Gegend unterkriegen. Trage das Kopftuch. Das ist das, was Allah dir befohlen hat. Geh nicht hier raus, ohne dir vorzunehmen, das Kopftuch zu tragen. Egal, wie dich die Leute angucken. Wichtig ist, dass Allah mit dir zufrieden ist. Geh nicht heute hier raus, ohne zu sagen, es ist mir egal, was Hinz und Kunz und Franz und Hans oder wer auch immer über mich denkt. Oder was die ganze Welt über mich denkt. Ich möchte, dass Allah zufrieden mit mir ist. Sage dir das. Und falls du Zweifel daran hast, so melde dich bei uns, damit wir mit dir reden können. Irgendwie. Du kannst vielleicht was schreiben oder was auch immer. Er hat zu mir gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eine Abneigung, in die Moschee zu gehen. Weil als kleines Kind bin ich immer in die Moschee gekommen, habe nur einen Knüppel bekommen. Lies! Das kann nicht die Methode sein. Deswegen muss man das Wissen vermitteln, was der Prophet a.s. vermittelt hat. Warum kommen jetzt auf einmal so viele Leute? Ja, warum sind heute so viele Jugendliche hier? Weil die das verstehen, was ich sage. Weil die das verstehen, was ich sage. Nicht, weil denen mein Bart so gut gefällt. Sondern weil die das verstehen, was ich sage. Und deswegen ist das Wissen der Anfang. Und was ist der Beweis dafür, dass das Wissen der Anfang ist? Der Beweis dafür ist der Koran. Allah sagt im Koran, das erste Wort, was herabgesandt wurde, der Anfang, Iqra, lies. Das war das erste Wort, was herabgesandt wurde. Und das deutet bis zum heutigen Tag auf was hin? Dass wir lesen müssen, dass wir uns beschäftigen müssen, dass wir über diese Religion Informationen sammeln müssen. Das ist eine ganz klare Aussage. Und jetzt, wenn wir weiter in dieses Wissen reingehen und wenn wir weiter die Koranverse betrachten, was sehen wir dort? Allah sagt im Koran, über diejenigen, die diejenigen sind, die Allah fürchten. Wer sind das? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Diejenigen, die Allah fürchten, sozusagen die einzigen, die Allah fürchten, oder die Allah wahrlich fürchten, wer sind die? Das sind die, die Wissen haben. Hier wird Ulama genannt. Ja, das sind die, die Wissen haben. Denn du musst deinen Herrn kennen. Schau dir jetzt beispielsweise mal hier diese seltsame Theologin da an. Ja, als dieses Tsunami-Unglück war, was hat sie gesagt? Also wenn ich Gott am jüngsten, sie meinte, wenn sie Gott am jüngsten Tag begegnen würde, dann könnte der sich warm anziehen. Theologin. Ja, die kennt Gott nicht. Die hat Gott noch nie kennengelernt. Wollen wir hoffen, dass sie das vor dem jüngsten Tag schafft, ihn kennenzulernen und den Islam anzunehmen. Ansonsten wird sie nämlich achtkantig in die Hölle gehen. Fliegen. Oder wie auf den Gesicht dort reingezogen werden, je nachdem, wie es im Koran beschrieben wird. Was ist? Weil sie kennt Allah nicht. Du musst Allah kennen. Und deswegen der Prophet, a.s. war der Gottesfürchtigste, weil er Allah am besten kannte.